Fantastic. Hallo, willkommen zu einer neuen Episode Clash. Clash Royale, ich sag's immer wieder, Castle Crash mit Winfried. Und wir wollen heute mal den Sturmelementar, den kleinen Sturmi, wollen wir so hochziehen, wie es geht. Beziehungsweise Niklas und ich haben uns mal darum gekümmert. Also, das ist so lustig gewesen. Wir werden es jetzt uns angucken. Es ist einfach was rausgekommen, was ich so niemals erwartet hatte, dass es überhaupt möglich ist. Also, was haben wir dabei? Ich habe so ein paar Sachen dabei zum Auffüllen. Natürlich haben wir Heilung der Natur für die Burg. Dann habe ich natürlich Extrakristall. Dann natürlich Riesenwachstum. Nochmal jetzt hier gerade die Heilung der Natur gesetzt. Er auch. Wir sind schon bei 10.000 Trefferpunkten. Heilung für den Sturmelementar, Freeze, Windstoß natürlich auch ganz wichtig, das werden wir gleich noch sehen, aber ich hatte am Anfang Pech und habe ihn einfach nicht auf die Hand bekommen. Ich wollte den Sturmelementar haben, ich hatte ihn einfach nicht. Ich habe ihn einfach nicht bekommen, du kannst ja die Legendary-Karte nur einmal haben in deinem Deck. Das bedeutet, das ist ein bisschen schlecht, wenn du sie dann nicht bekommst, aber das werden wir gleich noch sehen. Es ist einfach so am Eskalieren gewesen, hätte ich nicht gedacht, dass das jemals dabei rauskommt. So, jetzt haben wir schon mal den Windstoß. Das ist schon mal nicht schlecht, den brauchen wir gleich auf jeden Fall. Der Niklas braucht den auch. Dann genießt es einfach, schaut, was passiert. Es war einfach so lustig. Ich habe ihn immer noch nicht. Doppelte Karten. Jetzt habe ich einmal schon das Riesenwachstum weggeschmissen. Jetzt habe ich nochmal das Riesenwachstum weggeschmissen. Jetzt kann ich gleich, ja, das kann ich auch nochmal wegschmeißen, weil ich einfach den nicht gekriegt habe. So, jetzt das erste Mal. Jetzt habe ich mich dazu entschieden, den dann in die mittlere Bahn zu setzen. Und er wird natürlich stärker. Desto weiter er läuft, desto stärker wird er. Bedeutet, er läuft immer durch, bis zur rechten Seite. Dann wird entweder Niklas oder ich, wird dann einer von uns den Windstoß setzen. Ich habe den auch immer schon bereit gehalten, falls er ihn dann nicht setzt. Falls er ihn nicht setzt, dann setze ich ihn. Hat er aber gemacht, das ist schon mal ganz gut. Und er wird einfach immer größer. Ich hätte allerdings, wäre doch geiler gewesen, ich hätte eigentlich das Riesenwachstum schon ein bisschen eher setzen müssen. Aber wir werden gleich noch sehen, was passiert. Es war so lustig. Es war einfach so lustig. Ich habe ihn jetzt wieder in den Windschuss wieder bereit. Falls er ihn nicht setzt, so zum Extrakristall. Ah, er hat gefreezed. Jetzt hat er gefreezed und dann setze ich natürlich den Windstoß, mache ihn wieder an den Anfang. Und er wird einfach immer größer und immer wütender. Er wird immer größer und immer wütender. Heilung draufgeschmissen. Brauchte ich eigentlich gar nicht, ne? Denn er ist ja noch bei vollem Leben. Aber ganz gut, das Deck ist jetzt ganz gut. Ich habe nämlich jetzt, zum einen habe ich jetzt noch die Heilung für die Burg, jetzt bin ich bei 12.000 Trefferpunkten. Zum anderen kann ich jetzt immer wieder den Windstoß setzen, falls er ihn jetzt nicht setzt, was er aber getan hat. Ich habe noch einmal den Sturmelementar, ich habe zweimal das Riesenwachstum, was auch nicht schlecht ist. Ich habe jetzt dreimal den Windstoß, ich könnte ihn eigentlich einmal wegschmeißen. Wir sehen das jetzt schon, er hat schon eine ganz ordentliche Größe erreicht, aber das ist noch gar nichts. Das ist noch gar nichts von dem, was noch möglich ist auf jeden Fall, wir werden es jetzt gleich sehen. So, er freest, ich setze ihn wieder zurück. Es ist eigentlich noch schlauer, du nimmst direkt einfach am Anfang das Riesenwachstum, denn dann kriegst du ihn einfach noch größer. Aber Leute, wir werden sehen, was passiert. Wir werden sehen, was passiert und wir werden auf jeden Fall auch noch weitere Trollfolgen machen davon. Oh, das war so lustig. So, Heilung drauf und er setzt ihn jetzt auch. Und jetzt beginnt die richtig heiße Phase. Jetzt kommt nämlich Riesenwachstum. Jetzt haben wir ihn zurück. Jetzt sind sie schon riesig. Guck dir das mal an. Guck dir jetzt mal an, wie riesig die einfach nur sind. Jetzt habe ich schon mal die Burg geheilt. War eigentlich gar nicht geplant, dass er den auch setzt. Aber gut, dann hat er es gemacht und dann... Es war... Alter, sind die riesig. Ist unglaublich. Zum Glück habe ich noch die Windstöße gehabt, sonst wäre es noch eskaliert. Alter Schwede. Das war richtig heftig. So, jetzt guck dir das mal an, wie groß seiner schon ist. Das ist unglaublich. Und jetzt kann ich noch zweimal das Ding draufschmeißen. Und er wird riesig. Aber man sieht ihn noch. Aber jetzt wird es langsam tricky, da musste er freezen, ich musste ihn auch mal freezen. Hab meinen jetzt erstmal wieder zurückgeholt. So. Und er hat seinen sogar nochmal mit Riesenwachstum versehen. Jetzt sind sie schon riesig. Aber sie werden noch größer. Sie sind jetzt schon riesig. Ich konnte ihn nochmal einmal zurücksetzen mit dem Windstoß. Alter Schwede. Das ist unglaublich, wie groß die einfach nur sind. Sie sind aber noch sichtbar. Sie werden noch größer. Riesenwachstum? Nein, da habe ich das Riesenwachstum ver... Das war der Fehler. Da hat er gerade den Windschuss gesetzt, wo ich das Riesenwachstum hatte. Und jetzt müssten sie gleich eigentlich auch auf die Burg eindreschen. Das ist dann das Problem. Nochmal Riesenwachstum drauf. Oh, guck mal, wie groß der ist. Aber es ist vorbei. Aber wir haben noch ein Spiel gemacht und das gucken wir uns jetzt noch an, wo es noch mehr eskaliert ist als eben. Wo es noch mehr eskaliert ist. Das war einfach so groß. Das war so extrem groß einfach. Aber es geht noch größer und das gucken wir uns jetzt an. Also kannst du so viele, durch die Freundschaftsspiele kannst du einfach so viele lustige Sachen machen bei Castle Crush.
Es gibt übrigens auch Neuigkeiten zum Android-Update. Das ist aber etwas für die nächste Folge. So, Nico wieder... Niklas. Wie komme ich auf Nico? Also, er sagt Hallo und wir setzen jetzt schon mal den Extra-Kristall. Ich habe natürlich wieder am Anfang nichts. Ich habe am Anfang nichts, was ich gebrauche. Jetzt habe ich den Windstoß so langsam. Muss natürlich mich erstmal schon von ein paar Sachen trennen, damit das jetzt nicht, damit das nicht überhand nimmt. Er setzt die Wiederbelebung und wir haben den Sturmi. Wir haben den Sturmi direkt und jetzt dieses Mal mache ich etwas anders. Dieses Mal setzen wir mal direkt mal das Riesenwachstum drauf. Zweimal und hoffentlich hat er dann auch den Windstoß, um ihn dann wegzuholen. So. Burg, 8000 Trefferpunkte. Ich habe ihn, den habe ich jetzt schon mal so ein bisschen... Ja, er hat ihn gesetzt. Ich hatte ihn immer so ein bisschen am Anschlag, den Windstoß, falls er ihn halt nicht setzt. Falls er ihn nicht setzt, dann habe ich ihn, dann kann ich ihn setzen. Aber es hat einfach so viel Spaß gemacht. Danke auf jeden Fall auch an Niklas, dass du da mitgemacht hast. Es war richtig lustig. So. Heilung der Natur. Windstoß bereit. Ich denke mal, er drischt nämlich jetzt einmal drauf ein. Genau, er drischt einmal drauf ein. Ich konnte ihn aber noch setzen. So. Hat ein bisschen Schaden genommen, seine Burg, aber ist noch okay. Jetzt habe ich den Windstoß nämlich nochmal, das ist gut. Er kann auch Heilung der Natur setzen. Die Heilung... Für die Truppen habe ich unten ein bisschen verschwendet, brauche ich ja nicht aktuell. Er freest nochmal. Und jetzt habe ich zweimal Windstoß, das ist schon mal nicht schlecht. Gesetzt er ihn nochmal oder setzt er ihn nicht? Ja, ich habe ihn mal gesetzt zur Vorsicht. Und jetzt nochmal extra gesagt. Er ist doch nicht so ganz so groß. Er ist doch nicht so ganz so groß, der Kleine. Aber gleich. So. Zack, warum habe ich denn da Obst gesagt? Irgendwas habe ich gemacht. Keine Ahnung. So. Auf jeden Fall, jetzt ist er schon ein bisschen größer. Jetzt ist die Frage, okay, da hatte ich immer den Free schon im Anschlag, den Schneesturm, denn ich wusste ja nicht, ob er den Windstoß noch hat. Aber es ist noch okay. Er wird auch irgendwann schwach. Er wird irgendwann schwach und setzt selber noch den kleinen Mann. Nicht den Matthias, sondern den Sturmelementar. Er ist jetzt schon auf einer ordentlichen Größe. Und drischt schon mal drauf ein. Weil er, glaube ich, er hatte keinen Windstoß, aber wir haben es doch so gerade hingekriegt. Ah, und deswegen hat er seinen jetzt auch gesetzt. Und guckt euch das mal an. Das epische Duell jetzt. Guckt euch das mal, wie groß der jetzt ist. Ah, wie groß der jetzt wird. So. Ich kann jetzt nochmal durch den Windstoß, kann ich sie nochmal zurückholen. Kann meinen sogar nochmal heilen. Und jetzt wird's episch. Jetzt wird's... Aber guckt euch mal, wie groß seiner schon ist. Alter, das ist so richtig... Das ist richtig übel. Ich kann jetzt nochmal freezen. Ich musste freezen. Ich hatte keine andere Wahl. Was soll ich sonst machen? Jetzt kann nochmal... Jetzt kommt bei mir nochmal Riesenwachstum. Auf mich auch gefreezed. Der ist noch sichtbar. Er ist noch sichtbar auf dem Spielfeld. Das wird sich allerdings noch ändern. So, jetzt müssen sie zurück. Wie geil das aussieht. Guck mal, wie er da drauf drischt. Wie er mit seiner Sense da drauf drischt. Einfach nur. Ich habe nochmal die Heilung. Aber das fehlte an dieser Stelle. Fehlte leider. Alter, es fehlte leider an dieser Stelle der. Ja. Wobei. Hat er nicht noch die. Die Wiederbelebung. Guckt euch das mal an, wie groß das Vieh jetzt einfach nur ist. Er hat die Wiederbelebung. Alter, das Vieh ist nicht mal mehr zu sehen. Das Vieh ist nicht mal mehr zu sehen. Zumindest der Kopf. Der Kopf ist schon fast draußen aus dem Spielfeld. Und jetzt, dadurch, dass er jetzt kurz vor knapp war, habe ich jetzt immer mal wieder den Windstoß gesetzt, damit seiner einfach noch größer wird. Und ja, es ist unglaublich. Jetzt ist er gleich komplett aus dem Spielfeld raus. Vor allem, er könnte auch immer wiederbeleben. Alter, er kann sogar rein theoretisch... Kann er nochmal... Ich habe jetzt einfach alles drauf gedroschen. Alter, guckt euch das mal an. Ich habe nichts mehr, was ich noch setzen kann. Ich kann nochmal die Heilige... Der ist so groß, dass er gar nicht mehr zu sehen ist. Nochmal! Also dreimal! Das ist so groß. Also richtig lustig. Aber wir machen jetzt einen kurzen Cut und machen noch ein Spielchen. Also bis gleich. Speed is of the essence. So, sind wir da zurück und machen jetzt ein Spielchen noch mit meinem normalen Deck. Ich habe aktuell so ein, was habe ich denn? Prinzessin? Was laberst du, Fred? Golem. Schlammelementar, genau. Wir haben nämlich noch ein paar Sachen auf jeden Fall für den Phoenix. Die Bogey Queen habe ich auch mit dabei. Und noch so ein paar Sachen. Am Anfang werfe ich manchmal schon mal die Pfeile weg. Jetzt habe ich sie zum Beispiel schon mal doppelt. Das ist eigentlich ganz gut. Dass ich dir dann einmal weggeschmissen habe. Ist immer so die Sachen. Das ist so ein bisschen Gambeln. Was machst du? Jetzt habe ich gesehen, dass er zum Beispiel Mana-Ritual in der Hand hatte. Das ist immer so die Sache. Was setzt du dann? Ah, okay, der Henker. Pfeile immer mal wieder weg. Dann bietet sich natürlich jetzt der Phoenix an. Zumal ich ja auch noch den Schneesturm habe, um dann seinen Henker aufzuhalten. Musste ich jetzt machen. Aber ich habe erst gewartet. Du musst erst am sinnvollsten ist es, du wartest jetzt und machst jetzt den Schneesturm, wenn das Ei nämlich jetzt schlüpft.
Allerdings, es haben so viele Leute einfach... Es haben einfach so viele Leute entweder das Feuer oder eine Bombe oder einen Blitz oder den Dämon und machen dann dein Ei trotzdem kaputt. Das ist halt immer so ein bisschen problematisch. Ui, Riesenwachstum auf den Henker. Henker ist tot. Ja, das ist meistens, wenn ich den Phoenix so auf plus 2 kriege, das ist schon okay. Da macht er schon ordentlich Schaden. Da kannst du auf jeden Fall schon mit arbeiten. Und da kommt der Golem nochmal raus. Da kommt jetzt der Schlammelementar. Und jetzt hat man es dann schon so ein bisschen im Griff. Jetzt kann man den Dämon noch setzen, um ihn kaputt zu machen. Ja, aber er hat nochmal Riesenwachstum genommen. Das war da nicht so gut. Da musste ich jetzt nochmal... Er wird das Ei auch... Oh, er hat das Ei nicht zerstört. Da kommt nämlich jetzt ein plus 2 heraus. Da hatte ich auf jeden Fall Glück. Ja, das sind immer so die entscheidenden Sachen dann. Das Ei wird jetzt definitiv... Das wird kaputt gehen. Aber seine Burg wahrscheinlich auch. Ihr habt das Ei kaputt. Aber seine Burg ist auch kurz vorm... Da habe ich das... Der Smiley war, weil die Burg kaputt war. Nicht, weil er verloren hat, sondern weil die Burg kaputt war. Aber ein gutes Match. Und wenn ihr mehr solche Sachen sehen wollt, von Riesentruppen und so weiter, lasst mir auf jeden Fall ein Like da. Und dann sehen wir uns bald wieder. Bald gibt's Android-Informationen. Macht's gut. Noch einen schönen Tag. Tschüss.